Moin, ich grüße euch. Ich werde heute mal von XBO FMA die Scorpion S zusammensetzen. So sieht es aus, wenn man die Armbrust ausgepackt hat. Ist so wirklich noch nicht zu gebrauchen. Ich aber brauche davon erst einmal dieses Material. Und zwar fangen wir mit dem Verbindungsstück zwischen dem Schaft und der Bogeneinheit an. Die Gummierung wird auf das Verbindungsstück geklebt. Als nächsten Schritt brauchen wir zusätzlich zum Verbindungsstück die Bogeneinheit und den Schaft. An der Bogeneinheit befindet sich eine Kabelführung, die zwischen Schaft und Montierstange eingeführt wird. Als nächstes wird das Verbindungsstück auf den Schaft gesetzt. Danach die Bogeneinheit und den Schaft zusammenführen, dabei muss die Sehne auf der Führungsschiene liegen. Jetzt folgt die Verbindungsschraube. Diese in die Führung der Bogeneinheit stecken und mit einem Innensechskantschlüssel festdrehen. Als nächstes haben wir eine Madenschraube, die in die mittlere Bohrung geschraubt wird, damit sich die Verbindungsschraube nicht mehr lösen kann. Als nächstes haben wir den Fußbügel. Dieser wird mit zwei Schrauben an den äußeren Bohrungen festgeschraubt. Nun folgt das Zusammensetzen der Köcherhalterung. Dazu werden die zwei Muttern in die Halterung gesteckt. Auf der gegenüberliegenden Seite wird die Klemmvorrichtung mit den zwei Schrauben befestigt. Nun die Halterung an der unteren Picatinny-Schiene der Armbrust befestigen. Und als letztes in diesem Part wird der Köcher auf der Halterung befestigt. Eins noch zugute, je nach Schützenart kann man den Köcher jeweils auf der linken oder auf der rechten Seite der Armbrust befestigen. Und damit man nicht wahllos in der Weltgeschichte umherschießt, kommen wir noch zum Zielfernrohr. Als erstes wird hier die Batterie für das beleuchtete Absehen eingesetzt. Beim Aufsetzen des Zielfernrohrs sollte man dies weiter vorn auf die Picatinny-Schiene setzen, da die Schulterstütze nicht so lange ist. Und somit ist auch die Scorpion S von XBO FMA zusammengesetzt. Und wie ich so sehe, ist mein Text jetzt auch alle und wir sehen uns wie immer bei der Bogensportwelt.